Goldochsen, Ulms flüssiges Gold, präsentiert Ihnen. Auf ein Bier mit. Guten Abend aus Laupheim, Drei Mooren. Heute Abend auf ein Bier mit von hier mit dem Landrat des Donaukreises. Ich freue mich sehr, dass du da bist, Heiner Scheffold. Einmal zum Wohl an Sie. Willkommen. Natürlich auch an Sie alle. Sie sehen noch ohne Bier aus. Das werden wir ändern, aber bei Ihnen zum Wohl. Und auch an Sie zu Hause einmal zum Wohl. Schön, dass Sie mit dabei sind heute Abend. Seit Oktober im Amt, Herr Scheffold. Macht's noch Spaß oder ist der Spaßfaktor schon dahin? Ja, das wäre ja schlimm. Wer weiß. Nee, natürlich macht es Spaß. Sicher anspruchsvoll, vor allen Dingen zu Beginn. Aber jeden Tag macht Spaß, so wie mir die dreieinhalb Jahre zuvor im Landratsamt in der Stellvertreterfunktion auch bereits viel Spaß gemacht haben. Ist ja für Sie tatsächlich kein ganz neuer Job, weil Sie ihn vorher schon hautnah miterlebt haben. Wie Sie da hingekommen sind, wo Sie jetzt sind, darüber wollen wir sprechen, auch was genau Spaß macht. Aber vorher würde ich Sie bitten, Herr Scheffold, einmal 20 Sekunden in diese Kamera. Ja. Heiner Scheffold, heute Abend zu Gast bei Auf ein Bier mit. Wir haben es gerade eben gelesen, Herr Scheffold. Sie sind eigentlich Förster. Sicher, ja. Nicht eigentlich. Ich bin Diplom-Forstwirt. Ja. Diplom-Forstwirt. Wie wird man vom Diplom-Forstwirt Landrat? Das ist eine längere Geschichte. Ich das würde Zeit. Vermutlich Ihre zurück. Sendung sprengen. Ich bin ganz entspannt. Ja, verkürzt gesagt, indem man verschiedene berufliche Optionen und Möglichkeiten, die sich bieten, wahrnimmt, flexibel bleibt, ja, und einfach Neues in Angriff nimmt. Jetzt ist doch und vom Weg her war es im Grunde genommen so, nach dem Staatsexamen, das war die erste große Weichenstellung, das war ein ganz hartes Ausleseverfahren, wurde ich in den Landesdienst übernommen, war kommissarischer Amtsleiter in Tübingen. Mhm. Und dann kam eigentlich schon eine überraschende Weichenstellung, als ich ins Ministerium geholt wurde und 6,5 Jahre Referent für Personal und Organisation wurde. Zuständig für knapp 2.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Stellvertreterfunktion, 400 direkt zuständig für eine große Verwaltungsreform. Und darüber habe ich mir sehr viel Querschnittswissen, sehr viel Querschnittskompetenz erworben und natürlich ein sehr, sehr breites Netzwerk aufgebaut. Schon ein kommunales Netzwerk, aber auch auf Landesebene, in die Fraktionen, in die Landesverbände und vieles mehr. Und das war wieder ein Startpunkt, für die Führungsakademie nominiert zu werden. Und dort konnte ich mir entsprechende Zusatzqualifikationen erwerben. Habe auch gesehen, was es noch auf dieser Welt interessante Berufe gibt. Und kam anschließend dann in den Alb-Donau-Kreis. Und letztendlich wieder über eine Verwaltungsreform ins Landratsamt, war dann erstmals im Landratsamt tätig, 1,5 Jahre, und hatte dann die Anfrage von Minister Haug, ins Ministerium nach Stuttgart zurückzukommen, das Grundsatzreferat ländlicher Raum zu leiten. Und das ist die Querschnittsfunktion schlechthin, welche im Grunde genommen das landesweit macht, was wir heute im Landkreis lokal tun. Und für mich war das natürlich eine ganz hervorragende Ausgangsposition für meine heutige Tätigkeit. Und damals war es erst einmal der Gedanke von mir, eigentlich würde ich gerne in Landratsamt zurückgehen in eine Leitungsposition. Lassen Sie mich mal kurz an den Klischeeschubladen bedienen. Da ist in der Schublade, auf der Förster draufsteht, ein naturverbundener Waldliebhaber, der es überhaupt nicht aushält, mal nicht im Wald zu sein. Und in der Schublade, auf der Landrat steht, ist einer, der sieht den Wald nie, weil er die ganze Zeit in seiner Amtsstube sitzt. Wie passt das zusammen? Indem beides ja nicht hundertprozentig richtig ist. Ja, aber mit der Tendenz, vermissen Sie den Wald nicht? Ich bin gerne im Wald und ich gehe auch immer in den Wald. Wald tut mir gut, das heißt, mindestens jedes Wochenende bin ich irgendwann einmal im Wald.
Da habe ich eine tiefe emotionale Bindung dazu. Aber der Forstberuf ist anders, als Ihr Klischee vielleicht sagt. Die Leitungsfunktion, ich habe ja höherer Forstdienst studiert, Forstwissenschaft, die hat letztendlich zwei Facetten. Einmal diese naturale Seite, Wald, Forst, Naturschutz. Und zum anderen die betriebliche Seite, also Betriebswirtschaft. Man leitet letztendlich einen Forstbetrieb, ein mittelständisches Unternehmen, benötigt dazu das entsprechende betriebswirtschaftliche Know-how, das Rechtswissen dazu und natürlich sehr viel Verwaltungsfachwissen. Und das sind alles Grundbausteine, die ich heute natürlich in gleicher Weise benötige. Trotzdem sagen Sie, Sie haben eine emotionale Bindung zum Wald. In welchen Momenten geht denn der Landrat des Alpdonaukreises in den Wald? Gehen Sie dahin, wenn Sie mal im Amt nicht mehr weiter wissen, wenn es eine schwierige Entscheidung zu treffen gibt? Oder in welchen Momenten gehen Sie dahin? Normalerweise, ja, wie ich Zeit habe, gehe ich dorthin, je nachdem auch, wenn ich zur Jagd gehe. Es gibt Situationen, da sagt meine Frau zu mir, geh mal in den Wald. Ja. Das ist dann, wenn sie merkt, dass vielleicht mal die Anspannung hoch ist oder auch eine gewisse Unzufriedenheit da ist. Wald ist für mich ja ein Ort, wo ich sehr viel nachdenken kann, wo ich auch gute Ideen habe und wo ich mich immer Tag und Nacht immer richtig wohlfühle. Viele Menschen haben ja Angst nachts im Wald. Ich fühle mich im Wald nachts wohl. Das heißt, Sie gehen tatsächlich auch immer noch nachts in den Wald, um zu jagen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Schwarzwild kann man ja bei Nacht jagen. Und dann im Winter, also das heißt bei Halbmond, Vollmond, dort gehe ich dann, sofern es die Zeit erlaubt, ist natürlich im Moment sehr, sehr wenig geworden, gehe ich raus in den Wald. Ja. Und es kann auch unabhängig von der Jagd sein, nichts ist schöner als bei Halb- oder Vollmond im Winter im Schnee quer durch den Wald zu laufen. Ich glaube, ich hätte auch Angst. Ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie dort einer auflauert, die ist 100-mal oder 1000-mal geringer als hier in Laubach. Ja, aber so eine Wildsau, wenn die da auf einen zurennt und einen platt macht? Die hat Angst vor ihnen. Das sagen Sie jetzt und dann stehe ich da im Wald und komme nicht mehr weiter und vor mir steht die ganze Rotte. Das ist nicht. Ja, das sind auch, sage ich, vielleicht ein Stück weit klischeehafte Ängste. Wildschweine sind ja nur gefährlich, wenn sie durch Zufall, das passiert im Winter aber nicht, in eine rote Frischlinge gehen, also wenn da die jungen Schweine da sind und das Muttertier kommt später dazu, ist meistens nicht so geschickt, dann kann die Mutter mal aggressiv werden. Oder wenn ein Wildschwein... Was mache ich dann? Ja, am besten sich schnell vom Acker machen. Ja, also, aber die sind ja schneller, die können doch... Ja gut, die verfolgen sie ja nicht. Das Muttertier möchte sie ja nur weghaben. Mhm. Und... die andere Situation, die kann gefährlich werden, das ist auf der Jagd, wenn man ein Stück anschießt und diese sich stellt, dann muss man sehr aufpassen. Ja. Und Wildschweine sind die gefährlichsten Tiere im Wald, oder? Also ich würde das Wort gefährlich eigentlich überhaupt nicht nennen. Ja, normales Wildtier hat vor einem Menschen Angst. Das ist das ganz Normale. Und jedes Wildschwein, wenn das von Weitem spürt, dass sie nur in der Nähe sind, ist es vom Erdboden verschluckt. Das haben Sie gerade eben schon gesagt, es gibt die ein oder andere Parallele zwischen Ihrem früheren Beruf als Diplom-Forstwirt und dem jetzigen Beruf als Landrat. Wo sind da die Parallelen? Ich würde ganz einfach sagen, Führungs- und Leitungsfunktionen, die haben immer bestimmte Spezifikas. Also es setzt Personalführung voraus, es setzt voraus, dass sie Ziele formulieren können, herleiten können, dann letztendlich Leitplanken definieren können, Mitarbeiter anleiten können. Es setzt voraus, dass sie mit Gremien arbeiten können. Das war auch im Forstberuf, war ich ja genauso in Kommunen, in Gemeinderäten. Sie müssen überzeugen können. Ja, das sind alles Dinge, die Sie letztendlich jetzt unabhängig davon, ob Landrat oder in anderen Funktionen, benötigen. Das Gleiche sage ich, ein gewisses rechtliches Wissen, ein gewisses betriebswirtschaftliches Wissen, sehr viel Querschnittswissen, breites Wissen. Und dann schlicht gesunder Menschenverstand. Also gesunder Menschenverstand hilft immer sehr, sehr viel. Soll ich Ihnen eigentlich die Käseplatte reichen? Ich bin der Vielen Einzige, Dank. Der da... Nee, nein, der Einzige, der rankommt tatsächlich.
Aber ich bin auch der Einzige, der essen kann, weil sie sind die ganze Zeit am Sprechen, logischerweise. Sie haben gesagt, ich soll ausführlich antworten. Ja, das ist ja auch genau richtig. Wir wollen ja ganz viel von Ihnen wissen und haben nur so wenig Zeit dafür. Also, Sie haben gesagt eingangs, dass Ihnen der Job Spaß macht. Was genau macht daran Spaß? Viele Dinge. Im Grunde genommen die Vielfalt. Also ich bin jemand, der privat, wie aber auch beruflich, vor allen Dingen beruflich, eine hohe Vielfalt schätzt, möchte. Ich wäre ein schlechter Finanzbeamter, der Einkommensteuererklärungen von A bis F macht. Das sind andere Menschen gut, ich nicht. Das wäre mir zu viel Routine. Ich brauche vielfältige Aufgaben. Ich brauche, spornt mich an, anspruchsvolle Aufgaben mit hoher Verantwortung, wo die Entscheidungen, die man trifft, auch gewisse Folgewirkungen haben. Ich gehe gern letztendlich mit Menschen um, und zwar in unterschiedlichen Situationen, ob das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind, ob das Bürgermeister sind, Bürger, Architekten, Gremien. Das macht mir sehr viel Spaß. Ja, und dann sage ich mal, die thematische Breite an sich von heute nur, wenn ich den heutigen Tag nehme, von Windkraft über Landschaftserhaltungsverband, über Krankenhaus GmbH bis hin zu einer Ausschusssitzung und anschließend wieder Vorbereitung der nächsten Thematik. Da geht es mit der IHK zum Schwabenbund. Und diese thematische Vielfalt, das macht mir einfach Spaß. Ich stelle immer wieder fest, dass die Leute sehr wohl wissen, wozu ihr Bürgermeister, Oberbürgermeister da ist. Und sehr wohl wissen, wofür beispielsweise ein Mitglied des Landtags oder des Bundestages da ist. Aber dass es beim Landrat viele Fragezeichen gibt. Was macht der Landrat konkret? Der Landrat ist, wie soll man sagen, oder da müsste ich vielleicht jetzt anders ansetzen. Man muss zunächst mal wissen, was ein Landkreis ist. Ein Landkreis ist eine kommunale Gebietskörperschaft, die im Alb-Donau-Kreis 55 Kommunen, also 55 Städte und Gemeinden umfasst. Lokale Gebietskörperschaft. Eine kommunale Gebietskörperschaft. Das muss ich mir mal merken, falls ich bei Wer wird Millionär auf dem Stuhl sitze. Eben. Was ist ein Landkreis? Ja. Landkreis, ganz einfach, ist die Summe der Städte und Gemeinden in einem umgrenzten Gebiet, Alb-Donau-Kreis, 55 Städte und Gemeinden. Und der Landkreis nimmt die Aufgaben wahr, die die Leistungskraft einer Kommune überfordern, übersteigen. Das heißt, was die Kommune selber machen kann, tut sie selber. Und dann gibt es Aufgaben, da ist eine Kommune zu klein. Abfallbeseitigung beispielsweise, Krankenhäuser, berufliche Schulen. Das sind so ganz typische Themen oder im Sozialbereich Aufgabenstellungen, Pflegeheime. Das überfordert eine einzelne Kommune, es sei denn, es ist ein Stadtkreis wie die Stadt Ulm, die benachbart ist. Aber eine Kommune mit Gemeinde mit 2500 Einwohnern kann das selber nicht leisten. Und diese Aufgaben sind dann dem Landkreis übertragen. Und das ist der eine Teil meiner Aufgaben. Also dieser Landkreis, der hat ja dann zwei Organe. Das oberste Organ ist der sogenannte Kreistag. Das sind die gewählten Vertreter. Also es ist praktisch übertragen der Gemeinderat des Landkreises, mal vereinfacht gesagt. Und die wählen dann praktisch den Leiter der Behörde des Landkreises. Und das ist der Landrat. Und der leitet dann auch die Sitzungen, die ganzen Besprechungen und die Verwaltung ist für die täglichen Entscheidungen dann verantwortlich. Ist genau definiert, ab wann der Kreistag zustimmen muss und was der Landrat selber entscheiden kann. Und das andere ist, der Landrat leitet auch die untere staatliche Verwaltungsbehörde. Das heißt, alle staatlichen Behörden auf Ebene dieses umgrenzten Gebietes, das ich Ihnen geschildert habe, also Umweltamt, Veterinäramt, Landwirtschaftsamt, Naturschutz, Forstwirtschaft, diesen ganzen Ämter, Flüchtlingsunterbringung ist auch eine staatliche Aufgabe. Das ist alles im Landratsamt eingegliedert, dort verortet und da bin ich ebenfalls in der Leitung zuständig. Das heißt, Sie können sagen, zur Hälfte, jetzt mal ganz grob gesprochen, habe ich staatliche Aufgaben, bin ich der Leiter der unteren staatlichen Behörde in der Linie des Landes und zur anderen Hälfte bin ich der Leiter der kommunalen Verwaltungseinheit, Landratsamt, wo diese Aufgaben für die Kommunen wahrnimmt. Wie groß ist das Team, das um Sie rum ist? Sie machen das ja nicht allein.
Gott sei Dank. Ich habe sehr gute Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, muss ich wirklich sagen, auf die ich mich sehr verlassen kann. Und jetzt fangen wir an, der ganz große Rahmen. Alb-Donau-Kreis selber, das, also die Behörde selber, das Landratsamt hat 900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ja. Wenn man die Tochtergesellschaften dazu zählt, mit Krankenhäusern, Pflegeheimen, sind sie in der Summe rund 3000. Und mein enger Führungsstab, also der enge, ganz enge Bereich um mich herum, das sind so ja, knapp 10 Personen. Das haben Sie vorher schon gesagt, was Spaß macht, nämlich die Abwechslung. Was macht keinen Spaß? Da fällt mir spontan wenig ein. Es gibt bei jedem Job Dinge, die keinen Spaß machen, Herr Schäffel. Bei jedem. Ja, sinnlose, endlose Besprechungen. Ja. Das haben Sie schon auch. Das gibt's mal, ja, dass sich Dinge im Kreise drehen. Ja, aber das gehört dazu. Die Arbeitsbelastung ist ja eine sehr hohe. Sie haben mir vorher gesagt, Sie hatten heute jetzt 6 Termine. Einer davon ging schon mal 3 Stunden. Ja. Wie viel Freizeit bleibt denn da konkret? Im Moment beinahe keine. Also im Moment bin ich so von morgens 7:45 bis irgendwie abends 20, 21 Uhr meistens immer unterwegs und anschließend noch ungefähr eine Stunde am Schreibtisch. Aber das ist, im ersten Jahr ist das so. Später gibt es dann etwas mehr Freiräume. Aber man ist sehr eingebunden, ja. Und so das soziale Umfeld, Freunde, Familie, die haben da alle Verständnis für oder gibt es da auch den ein oder anderen Kommentar? Also mein enges Umfeld wusste das ja alles. Und von daher gibt es Verständnis. Das war ja auch familiär, wie das so schön heißt, abgestimmt. Das war besprochen. Meine beiden älteren Kinder, eine Tochter, die studiert, andere Sohn studiert ebenfalls, ein duales Studium, die sind ja nicht mehr zu Hause. Und das hat es auch leicht ermöglicht. Also wenn man 3 kleine Kinder hat, ist das sehr, sehr schwierig aus meiner Sicht. Und der dritte, also das dritte Kind, ist ja jetzt beinahe 16 und hat damit auch einen gewissen Grad an Selbstständigkeit erreicht, wo vielleicht er manchmal auch froh ist, wenn der Papa auch nicht immer nur nach ihm sieht. Findet ihr das cool, Sohn des Landrats zu sein? Ja, das ist bei meinen Kindern, wie würde ich das sagen, eine Mischung aus sicherlich ein Stück weit Stolz und umgekehrt auch werden sie von jedem drauf angesprochen, was manchmal auch lästig sein kann. Selber zum Elternabend beispielsweise noch? Mache ich so jetzt nicht mehr. Weil da sehr schnell auch das, was man sagt, mit der Funktion verbunden wird und das dann ein ganz anderes Gewicht erhält. Dann muss man dazu wissen, mein jüngster Sohn ist jetzt in einem beruflichen Gymnasium. Da sind wir Schulträger. Letztendlich bin ich der Chef des Schulträgers. Und das wäre eine ungute Konstellation, sich da dann im Elternabend zu artikulieren. Und wenn man dann in das allgemeinbildende Gymnasium geht, dann ist die Konstellation etwas ähnlich. Also es wird alles, was man dann sagt, wird sehr schnell mit dem Amt verbunden und das möchte ich dann nicht. Das passiert doch auch, wenn Sie nicht persönlich hingehen. Also die Lehrer vor Ort an diesem Gymnasium Ihres Sohnes, die wissen doch trotzdem, oh Achtung, das ist der Sohnemann vom Chef. Das kann sein oder auch nicht, ja. Das kann ein Vorteil, das kann ein Nachteil sein. In Wirklichkeit glaube ich nicht, dass sich das irgendwie tatsächlich auswirkt. Wussten Sie immer, dass Sie Landrat werden wollen? Oder ist es eben was, das sich dann im Laufe der Zeit gefügt hat? Also standen Sie irgendwann im Wald und haben gesagt, liebe Bäume, irgendwann mache ich die Biege und bin im Landratsamt. Das können Sie überhaupt nicht planen. Nee, also ich hatte irgendwann den Wunsch, so kam der Kontakt zustande. Seinerzeit, als ich dieses Grundsatzreferat ländlicher Raum geleitet habe, hatte ich den Wunsch, erster Landesbeamter, also Stellvertreter des Landrats zu werden. Das ist ja der Beamte des Landes im Landratsamt, der Stellvertreter ist des Landrats. Und hatte seinerzeit mit meinem Vorgänger, mit Herrn Seifert, Kontakt aufgenommen. Und so hat sich das dann gefügt. Er hat es als, ja, soll man sagen, gute Idee empfunden. Und als dann mein Vorgänger als erster Landesbeamter ging, kam er auf mich zu. Und ich habe mich da beworben und wurde sein Stellvertreter. Landrat zu werden selber, das kann man nie planen. Das hängt dann von bestimmten Konstellationen am Tag X ab. Sie wissen ja nicht, wann geht Ihr Vorgänger im Ruhestand,
Wie ist in dem Moment Ihr Standing im Gremium? Das sind sehr viele Umfeldbedingungen, die letztendlich dann zum Schluss passen müssen, dass man sagt, jawohl, ich werfe meinen Hut in den Ring und möchte jetzt Landrat werden. Bei Ihnen war das Standing ja offenbar sehr gut. Ihnen hat nur eine Stimme gefehlt, um alle Stimmen zu haben, und es war vermutlich Ihre eigene. Nein, ich darf mich nicht wählen. Ach, Sie dürfen ich sich darf gar nicht wählen. Das heißt, es gab einen, der Sie nicht wollte. Es gab jemand, wo eine ungültige Stimme abgegeben hat. Haben Sie herausgefunden, wer es war? Nein. Ach, es war eine ungültige Stimme. Das war eine ungültige Stimme, ja. Da würde ich nie auf Nachforschung gehen. Ich schon. Das will man doch wissen. Nee. Wie groß war die Freude? Es wäre illusorisch zu glauben, dass man allen Menschen gefällt. Naja, also bei Ihnen war es ja fast so. Ja. Wie groß war die Freude, fast alle hinter sich zu wissen? Zunächst mal war es so eine Mischung aus Erleichterung und Freude, sage ich ganz offen, weil jede Wahl ist auch eine gewisse Anspannung. Mhm. Man sagt, ich möchte gewählt werden, stellt sich zur Wahl. In dem Moment steht man natürlich komplett auf dem Präsentierteller. Und als es keinen Mitbewerber gab, ging es natürlich um die Frage, wie viele Gegenstimmen bekommt er. Und wenn dann eine Wahl so läuft, dann ist man, muss man sagen, erleichtert. Und ich war sehr, sehr froh, weil mein Ziel war immer, ich wollte alle Kreistagsfraktionen hinter mir haben. Weil aus meiner Sicht ist die Arbeit im Gremium nicht gut, wenn sich da Blöcke bilden, wenn Fraktionen dafür stimmen und andere dagegen stimmen. Das ist vom Klima her in so einem Gremium nicht gut. Erschwert dann in der Folge die Arbeit. Und Arbeit für den Landkreis ist ja sehr sachbezogene Arbeit. Das ist ja keine parteipolitische Arbeit. Klar ist es Kreispolitik, ja, aber das ist keine Parteipolitik. Und von daher war mir das sehr, sehr wichtig. Und da war ich froh. Das hat mich richtig gefreut, dass ich, ja, sage ich, von CDU, Freien Wählern, von SPD und Grünen so gewählt wurde. Was war denn, die Amtszeit ist jetzt bisher noch sehr kurz, aber was war denn der größte Brocken, an dem Sie in dieser kurzen Zeit schon arbeiten mussten? Schwierig. Oh, schwierig zu sagen. Es waren viele. Also es kommen Themen in der Einarbeitung, was neu ist. Man startet und ist Verwaltungsratsvorsitzender der Sparkasse Ulm. Mhm. Die Sparkasse hat einen Umsatz von 5,7 Milliarden Euro. Klar, die hat exzellente Vorstände, aber letztendlich ist man in der Verantwortung als Verwaltungsratsvorsitzender, da muss man sich einarbeiten. Das Gleiche gilt für den Aufsichtsratsvorsitz der ADK GmbH, also praktisch unsere Krankenhäuser, Pflegeheime. Das ist schon sehr viel Verantwortung, in die man sich letztendlich sehr, sehr schnell einarbeiten muss. Dann mit Sicherheit nicht einfach war dieser Veterinärfall, den wir im Landkreis hatten, mit diesem Schweinemastbetrieb. Also war ein schwieriger Fall. Bei Märklingen war der. Das war bei Märklingen. Und das hat natürlich Konsequenzen bis auf Landesebene. Da ist man mit dem Ministerium laufend in Gespräch. Medien sind da, die Mitarbeiter sind hoch beansprucht. Also das war sicher auch eine größere Aufgabe. Und ansonsten einfach. Es sind sehr, sehr viele Dinge, die in kurzer Zeit kommen. Haushaltsvorbereitung, Baubeschluss, wir bauen ja, das sind große Themen. Ich bediene mich noch einmal an so einer Klischeeschublade und behaupte, dass man als Politiker, gleich welchen Amtes, man Spuren hinterlassen möchte im Laufe seiner Amtszeit. Was haben Sie sich vorgenommen? Ja, jetzt bleiben wir beim Klischee. Ich habe mir vorgenommen, Spuren zu ziehen und Spuren zu hinterlassen. Welche das dann nachher genau sind, das müssen meine Nachfolger und ein Stück weit die Geschichte entscheiden. Wir haben Themen, die wichtig sind bei uns. Ja, die möchte ich vorantreiben. Das sind Infrastrukturthemen wie die Regio S-Bahn, den Bahnhof in Märklingen zu einem erfolgreichen Abschluss bringen, den ganzen ÖPNV mit der Bahn, also den Bus, also die Busse, nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehr mit der Bahn besser zu verbinden, Radwegekonzeption auszubauen, das ist mir wichtig, dann das ganze Thema schnelles Internet sehr schnell auszubauen, voranzubringen. Da schreien jetzt einige auf und sagen, schnelles Internet ist ein toller Plan, aber Internet überhaupt wäre schon mal eine Idee. Ja, der freie Markt stellt es nicht zur Verfügung, dann muss es jetzt die kommunale Seite tun. Und das ist ein
sehr aufwendiges, sehr großes, auch kostenintensives Projekt, das nicht von heute auf morgen geht, aber das Glasfaser ins Haus garantiert. Und wenn das läuft, und im Moment läuft es, und zum Schluss wir einen hohen Erschließungsgrad haben, das ist irgendwas, wo man dann später sieht, ja, das ist in dieser Zeit zumindest gut gelaufen. Dann ist die Klinikfinanzierung ein großes Thema, das wissen Sie aus benachbarten Landkreisen. Das heißt, für mich ist es elementar wichtig, unsere drei Klinikstandorte zu halten. Demografischer Wandel, wir müssen die Pflegeheime, die Infrastruktur müssen wir ausbauen, auf Stand halten. So sind es sehr viele Themen. Die Wirtschaftsförderung intensivieren, da kann man mehr tun, als wir im Moment tun. Genauso die Tourismusarbeit weiter ausbauen, das sind die Themen, die ich mir so gesetzt und vorgenommen habe. Und ein ganz wichtiges Thema, und das muss aber dann auch später beurteilt werden, wie erfolgreich das war, das ist die Integration der hohen Zahl an Flüchtlingen und Asylsuchenden, die zu uns gekommen sind, und einfach mitzuwirken, dass sich bei uns keine Parallelgesellschaften bilden, sondern dass das wirklich ein Bestandteil unserer künftigen Bevölkerung wird. Und das ist sicher auch eine sehr große Aufgabe. Mit den Kliniken haben Sie gerade eben auf den Landkreis Neu-Ulm angespielt, also auf die Geburtsklinik. Das haben Sie so interpretiert. Ja, durchaus, in Illertissen. In wie engem Austausch sind Sie mit den benachbarten Landkreisen bzw. Landräten? Beispielsweise mit dem Landkreis Neu-Ulm. Wir sind im Austausch. Es gibt, der Austausch ist enger mit der Stadt Ulm. Mit der Stadt Ulm gibt es verschiedene Kooperationen, thermische Abfallverwertung Donautal, beispielsweise gemeinsame Zulassungsstelle. Wir sind im Veterinärbereich zuständig, die Sparkasse haben wir gemeinsam. Also da gibt es Themen, wo wir häufig zusammen sind, Innovationsregion. Landkreis Neu-Ulm, da sind es auch gemeinsame Themen wie der Donau-Iller Nahverkehrsverbund, also der ÖPNV, die Innovationsregion. In der Summe sind es aber etwas weniger Schnittpunkte als mit der Stadt Ulm. Mit den Kliniken haben wir im Grunde genommen nichts gemeinsam. Das haben Sie selber schon gesagt, mit Blick auf die Uhr, wir sind kurz vor Ende dieser Sendung, die sehr schnell vorbeiging, wie ich finde. Das haben Sie selber schon gesagt, es ist wenig Freizeit. Ja. Wenn Sie Freizeit haben, haben Sie eine Familie, Sie gehen jagen, was machen Sie sonst so? Alpiner Bergsport. Was sind Sie für ein Typ? Alpiner Bergsport. Alpin Skifahren, Skitouren, Skihochtouren, Berghochtouren. Also dort, wo Fels und Eis beginnt, also das ewige Eis und der Fels, dort ist meine Heimat in den Bergen, das mache ich am liebsten. Das heißt, da haben Sie so ein Ding, wie heißt das, helfen Sie mir? Seil, Steigeisen und Pickel. Ja. Das, die Dinge, klar, Eisschrauben, Karabiner. Und sowas machen Sie? Ja, natürlich. Ja. Und wo macht man das? Also bekannte Namen sind Mont Blanc oder Dufourspitze, höchste Berge Monte Rosa, ja. Dom, Kilimanjaro, wobei das alpinistisch keine Herausforderung, das war so mal ein interessantes Erlebnis. Ja, da war ich oben. Und ja, so gibt es in den Bergen gibt es ja unheimlich, oder in den Alpen gibt es unheimlich viele Berge. Und das ist jedes Mal ein neues, sage ich mal, neues Erlebnis, neue Herausforderung. Psychisch, physisch, und da kommt man nach 2 Tagen zurück als ein Stück weit neuer Mensch, als ob man 2-3 Wochen Urlaub gehabt hätte. Dann hoffe ich, dass Sie regelmäßig 2-3 Tage Zeit finden, trotz des neuen Amtes. Die blogge ich mir, ja. Die ja. Sind schon geblockt. Wann ist der nächste Ausflug? Im März. Wo geht's hin? Auf eine Skihochtour im Südtiroler Raum. Ich wünsche alles Gute, bedanke mich für dieses Gespräch. Ja. Und für das gemeinsame Bier. Ja, zum Wohle. Zum Wohle. Dankeschön an Sie, vielen Dank an Sie alle und Dankeschön an Sie. Kommende Woche sehen wir uns wieder auf ein Bier mit hier bei Regio TV. Und was ich von Ihnen noch brauche, ist ein Bierdeckel, den Sie mir noch signiert haben für meine Sammlung. Ja, wunderbar. Den hänge ich mit dazu und damit vielen Dank. Schönen Abend. Tschüss. Ein Bier mit Gold.
Goldochsen. Ulms flüssiges Gold.